In einem Spektakel hat sich der SV Werder Bremen diese Zusatzspiele gegen den ersten FC Heidenheim gesichert. Hier zu Hause im Weserstadion geht's los im Hinspiel. Klarer Favorit, der SVW Heidenheim verlor deutlich mit 3:0 gegen die Arminia aus Bielefeld. Und Bremen wollte hier von Beginn an gar keine Zweifel aufkommen lassen. Klassenschuss abgefälscht von Mainka vor die Füße von Milot Rashica. Und in der 8. Minute steht's 1:0. Für den SVW kein Abseits. Rashica dann alleine vor Kevin Müller. Bleibt da cool. Und Müller bleibt nur ein Hinterherschauen. Hier zu Hause muss man sich eine gute Ausgangslage erspielen. Und es war ja wirklich fast ein Treppenwitz, dass ausgerechnet am letzten Spieltag gegen den 1. FC Köln ein Heimspiel mit 6 Toren dazu beitrug, dass der SVW in diese Relegationsspiele kommt. Der 1. FC Heidenheim hier mit der ersten Torannäherung von Robert Leipertz. Der Kopfball aber geht doch recht deutlich am Tor vorbei. Knapp 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel und Heidenheim, die hier im Pokal mit 4:1 verloren haben, deutlich unterlegen waren. Hier waren sie mittlerweile auf Augenhöhe angelangt. Kerschbaumer, ganz frech, bringt die Flanke und da ist Otto. Der Kopfball aber nur ans Aluminium. Viel Pech hier für die Elf von Frank Schmidt. Pavlenka schaut hinterher und schaut diesen Ball an den Pfosten. Der SV Werder Bremen in der Offensive lange Zeit dann abgemeldet. Jetzt nochmal kurz vor dem Seitenwechsel. Rashica gehalten von Müller. Föhrenbach aber mit dem Fehler. Und Niklas Füllkrug erhöht zum 2:0. Brutal ärgerlich. Starke Parade von Müller. Dann der spitze Winkel. Von da darf der Ball nicht mehr in den Kasten gehen. Föhrenbach ist noch dazwischen, macht aber den Weg zum Tor nicht zu. Und Müller legt sich den Ball dann ins eigene Nest. 2:0 nach 45 Minuten. Ein doch recht glückliches Resultat. Zumindest ein Treffer hätte der Gast hier schon verdient gehabt. Im zweiten Durchgang dann die Heidenheimer etwas zu harmlos. Und Werder Bremen spielte hier gut auf. Erinnerte sich nochmal an das Spiel gegen Köln und machte nach vorne dann auch die Treffer. Yuya Osako, 59. Minute, lange belächelt in dieser Saison. Er sollte Kruse ersetzen, so sagte es Kofeld während der Saison. Lange Zeit fragte man sich, ja, wo ist denn dieser Osako? Jetzt scheint er da zu sein. Spät, aber wohl noch rechtzeitig. Und Bremen hörte jetzt nicht auf, spielte sich wieder in einen Rausch. Osako, Füllkrug im Zusammenspiel. Osako ans Aluminium, Füllkrug per Seitfallzieher zum 4:0. Es wurde heftig und Bremen machte jetzt wohl nach menschlichem Ermessen im Hinspiel schon alles klar. Es hätte ganz anders laufen können nach den ersten 45 Minuten. Der zweite Durchgang zeigte dann aber die qualitative Differenz zwischen diesen beiden Mannschaften. Es ist schwer für Heidenheim, nahezu unmöglich, das im Rückspiel dann noch auszubaden.